Hallo liebe Weltraumabenteurer und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Adrift. So. Meine Güte, wir wollen hier raus, wir wollen hier weg, wir wollen endlich woanders hin. Wir wollen endlich wieder nach Hause und, weiß ich nicht, in ein Spa gehen oder mal wieder Fußball spielen. Keine Ahnung, was die Alex sonst so macht in ihrer Freizeit. Deswegen wollen wir schnell die Antenne reparieren. Und dafür müssen wir noch zwei weitere Stationen, glaube ich, oder Antennen reparieren. Ich glaube, es sind insgesamt drei. Und damit alles funktioniert, müssen alle drei laufen. So. Eine haben wir in der letzten Folge schon repariert. Warning. Emergency escape vehicles offline. Core systems repair required for launch. Und die zweite Antenne, die machen wir jetzt wieder heile. Personal log, Astronaut Lopez, Teresa, 12, December 2036. EVA.com picked up another random sat transmission on the way back in from a bay door repair today. Pieces of the JFK moon speech stopped me dead in my tracks. I studied that speech at Hardiman Academy. It was a major inspiration. It felt like Kennedy was speaking directly to me then. And even more so now. There is no strife, no prejudice, no national conflict in outer space as yet. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind, and its opportunity for peaceful cooperation may never come again. This mission, Spiritus, Luna 2. Is that opportunity for mankind again? Diese Stimme kommt mir extrem bekannt vor. Krass. Und wisst ihr woher? Oh weia. Moment, wo muss ich hin? Erstmal gucken, wo ich hin muss. Denn das ist jetzt ziemlich unangenehm. Wieder mal. Denn ich werde hier ziemlich auf die Nüsse kriegen. Moment. Da hinten? Nee. Aua. Die Tür geht wieder zu. Nein. Lass es. So, okay. Und raus. Passe ich hier durch? Ja, ich passe hier durch. Das ist ja ein Traum. So, da hinten nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht. Das kann nicht sein. Oh, das ist aber... Da hinten! Das wird knapp. Da kriegen wir bestimmt eine ab. Boah, haben wir ein Glück. Haben wir ein Glück. Genau, hier müsste es richtig sein. Hier ist es auch richtig. Sehr schön. So, was ich erzählen wollte. Diese Frauenstimme gerade von der Lopez, die klang extrem wie die Synchronstimme von Samus Aran. In System Repair and Data Restructure in Progress. Danke. Dem Wii-Spiel Metroid Other M. Fand ich. Weiß ich nicht. Ich werde nochmal zurückspulen. Ich weiß nicht, kennt ihr das Spiel Metroid Other M? Das Spiel war grandios, ey. Das habe ich richtig geliebt. Muss ich sagen. War auch einer der... Ohne Schere, aufpassen. War auch einer der Spiele, die richtig... Weiß ich nicht, die Wii auch mal so ein bisschen gereizt haben, ja, so an Leistung. Fand ich jedenfalls. Da war gerade. Quatsch doch nicht die ganze Zeit. Ja, ist ja auch klar. Wir haben noch eine Antenne vor uns, Kollege. So. Welche hatten wir jetzt eigentlich? Welche beiden? Ich glaube die und. Ach nee, von da kamen wir, also müssen wir, glaube ich, hier raus. Würde ich mal glauben. So. Das Spiel Metroid Other M, das war grandios. Das war richtig toll, fand ich. Das habe ich, glaube ich, an zwei Abenden durchgespielt. Da war ich noch Schüler. Eine schöne Zeit. Da war ich noch Schüler und das Spiel hat mich echt begeistert. Muss ich ja mal so sagen. Es hat echt gefetzt. Und ich frage mich, warum der Sauerstoff so zur Neige geht. Ich mache doch hier kaum was. Aber gut.
Kann ja auch nicht ewig halten. Da haben wir schon viel Sauerstoff bekommen. Und wenn wir Vocalis haben, ich weiß nicht, dann brauchen wir, glaube ich, nur noch ein System. War natürlich falsch. Ach, es war natürlich falsch. Okay, wir müssen umdrehen. Wir müssen umdrehen, können aber bei der Gelegenheit mal eben Sauerstoff tanken. Das passt ja. Wunderbar, wunderbar. So. Und wieder zurück. Wir wollen keine Müdigkeit vortäuschen. Wir wollen keine Müdigkeit vortäuschen. Denn wir wollen ja mal ein bisschen was erreichen. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir so ein bisschen wissen, was wir zu tun haben. Ja, das habe ich ja in der letzten Folge so ein bisschen bemängelt, aber jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Und dann ist es auch gleich viel besser. Weil man ja weiß, was man machen muss. Ja, das finde ich gut. Mittlerweile sind wir ja auch 95 Abonnenten, habe ich gesehen. Wow! Also gesehen, ich gucke natürlich jeden Tag nach. Aber nur noch 5, dann sind wir 100. Oh, dann freue ich mich in Keks. Ich weiß noch nicht genau, was ich dann mache. Ich will irgendein Special machen. Irgendwas Specialiges. Aber genau kann ich, weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch überlegen. Vocalis 1, Vocalis 2, Vocalis 03. Das ist, glaube ich, das Ding, was noch offen ist. Das ist, glaube ich, das Ding, was noch offen ist. Dann müssen wir dahin. Dann schweben wir mal da ganz entspannt lang. Und an der Stelle muss ich mal kurz pausieren. Einen Moment. Ups. So, und da bin ich wieder. Okay, hier ist scheinbar alles ein bisschen mehr kaputt. Aber da hinten ist die Kugel. Ich sehe sie. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Wie jetzt? Was ist online? Irgendwas ist online. HN4 Administra, das ist doch der Server oder irgendwas war das doch? Irgendwas war das doch. Naja. Lassen wir uns überraschen. Wir werden es sehen. So. Hier ist Antenne Nummer 3 und Antenne Nummer 3, die werden wir jetzt auch rocken. Das heißt, wir müssen dran vorbei. Und da hinten raus, ne? Genau. Das ist gar nicht so einfach, wenn sich das Ding hier dreht. Ich hoffe, das packen wir. Wieder, ohne dass wir zu großen Schaden nehmen. Aber unser Anzug sieht ja gut aus. Den haben wir erst vor kurzem ja repariert. Und selbst wenn, dann können wir das immer noch machen. Das war ja ganz in der Nähe. So. Einmal wieder runterziehen. Und dann haben wir es auch geschafft. Und dann bin ich mal gespannt, was als nächstes kommt. Wenn wir die Antenne jetzt auch ausgerichtet haben, dann müsste Vocalis ja laufen. Dann können wir... Dann können wir ja mit Mission Control quatschen eine Runde. Personal log, astronaut, Lopez, Teresa, 31, October, 2036. As a kid, I would dress up as an astronaut every year for Halloween. We never had any money, so my costume was always whatever my mother could pull together. Which was never quite enough, but always made with love. I remember being made fun of at school. You're poor, you're a girl, you'll never amount to anything. It didn't matter. I shut it all out. Nothing was going to stop me. I still carry an old photo of me as an astronaut on each and every mission, as a reminder of how far I've come.
oh nein, sie hat's geschafft. Aber scheinbar nicht überlebt. Lopez, ich glaube, sie war ja mit bei, ne? Wenn ich mich nicht alles täuscht. Dann ist Lopez einer unserer Kolleginnen gewesen. Das ist irgendwie traurig, ne? Ich meine, wenn man das so mithört, diese ganzen Logs. Ist ja irgendwie nicht so schön. Huch, hat er mich angestupst? Aua, sollte er nicht. So, da drüben. So, wir warten mal, bis das Ding vorbei ist. So, und jetzt Vollgas. Na, haben wir doch relativ gut geschafft eigentlich. Auch wenn nicht optimal, aber gut. Das ist, denke ich, auch zweitrangig. So, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Die Sachen sind wieder online. Sollten sie zumindest, die Antennen. Jetzt bin ich mal, jetzt bin ich mal auf den Rechner gespannt, an dem wir jetzt uns gleich nochmal hinstellen. Und dann mal schauen, was da so los ist. Dann mal schauen, was da so los ist. So, ich hoffe, der Festplattenspeicher hält. Aber ich denke schon. Denn, ich habe ja auch ein neues Projekt mit Northgate. Das ist zwar, glaube ich, noch nicht veröffentlicht, wenn diese Folge hier rauskommt, aber wird es demnächst, vermute ich mal. Und da ist die Festplatte ziemlich, ziemlich voll. Muss ich alles noch wegrendern. So. Jetzt einmal umdrehen. Und einmal den Rechner anschmeißen. Vocalist Communication Arrays online. Unable to establish outgoing communications to mission control. Zugriff auf Vocalist gestattet. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das hier unten Vocalist sein. Das sieht gut aus. Jetzt können wir da rein. Und können wir jetzt mit Mission Control sprechen? Geht das? Das wäre ja ein Traum. Endlich mal wieder mit jemandem sprechen zu können. Was ist das denn? Personal log, astronaut, Lopez, Teresa, 24, December, 2036. Christmas Eve. Looking down on Earth from space tonight is profound and awe-inspiring. I'm watching lightning storms explode over the clear night lights of the New Republic of Japan. No human being has ever had this view before. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das beeindruckend sein muss. Was ich mich jetzt nur frage, huch, aua, okay, da unten geht's da rein? Da geht's wahrscheinlich rein. Hätte ich einfach hingemusst. Ja, und die Kamera dreht sich wieder von alleine. Hallo Vocalis. Da sind wir. So. Ran an den Rechner. Mainframe online. Initializing HAN4 EVA diagnostic sequence. EVA thrust repair detected. Initialized EVA thrust repair. Okay, unser Antrieb wird. Yeah. 100%, das ist cool. Initializing cerebrum cord diagnostic sequence. Cerebrum cord corrupt.
Cerebrum core fabrication required. Initiate cerebrum core fabrication. Ja, den Kern wollen wir haben. Cerebrum core fabrication complete. Cerebrum module repair required. Pantor data stream activated. Initializing data transfer. So, Vocalist, bitte ausspucken. Data transfer in progress. Data transfer complete. Ja, hervorragend. Okay, und raus hier. Boah, jetzt haben wir richtig einen Boost. Jetzt geht's ja richtig ab hier. Wie Schmitz Katze, was ist denn hier? Hallo, hier will ich mal rein. Aua. Wow, okay, hier geht's raus. Okay, hier geht's raus. Meine Frage, ist das sinnvoll? Da hinten ist ein Eingang. Na komm. Da wagen wir uns mal durch. Da hinten ist nämlich ein Eingang. Da will ich mal rein. Da will ich es mal probieren. Sender, Hawking, Samuel. Hardiman Aerospace Mission Director. 13, June 2037. Commander, your request to move Hand 4 Spiritus into Beta ahead of schedule is denied. While S.O. Hudson's pre-beta contingency plan indicates success, the risk associated with an untested production increase of this magnitude is great and could endanger everything we're working for. Do not let frustration with slow-moving progress cloud your judgment and lead to poor decision-making. You must remain dedicated to our collective purpose. This is an effort to aid humanity. You are a small but important gear in a much bigger machine. Mankind above all else. Let me be perfectly clear. There is no scenario where deviating from plan is an option. Huh. Okay. Verstehe, so ist also das Motto gemeint, ja. Die Menschheit geht über alles, auch über das einzelne Menschenleben. Ja, das habe ich verstanden. Ich weiß bloß nicht, worum es genau da ging bei dem Gespräch. Was ist denn das hier für eine rote Kammer? Die habe ich eigentlich gar nicht gemeint. Aber die scheint ja irgendwie interessant zu sein. Kann ich hier rein? Unbefugter Zugriff auf Salvus. Okay, das ist ja bitter. Ich kann hier also nicht rein. Ja, ach Mann, ey, das ist so eng hier. Das Problem ist jetzt nur, ich werde nicht mehr zurückkommen. Das werde ich nicht schaffen mit meinem Sauerstoff. Die Frage, die ich jetzt habe, ist, wo komme ich hier eventuell rein? Da ist eine Scheibe, ne? Kacke. Das war ein dummer Plan. Das war ein dummer, dummer Plan. Das war ein wirklich dummer Plan. Und ich... Ach. Das Umgucken bringt mir irgendwie auch dezent gar nichts. Ich hätte gerne Sauerstoffflasche. In irgendeiner Art und Weise. Bitte, wo ist denn? Gibt's hier eine? Hier muss doch mal eine sein. Hier sind doch sonst Tausende und jetzt sind keine mehr da. Das ist ja irgendwie eine Verschwörung. Okay, wenn ich es da hinten hin schaffe. Die Frage ist, schaffe ich es da hinten hin? Gibt's irgendwas, was näher ist? Vermutlich nicht. Das wird nichts. Dafür wird der Sauerstoff nicht ausreichen. Nee, dafür wird der Sauerstoff auf keinen Fall ausreichen. Ach, das ist doch bitter. Das ist doch bitter, 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 bitter.
Na, na gut. Dann geben wir mal Gas. Das tut mir leid, das tut mir leid, das tut mir leid, das tut mir leid. Alex, das wollte ich nicht. Alex, nein. Das wollte ich leider nicht. Ach, ich dachte, das ist aber jetzt auch blöd gelaufen. Ich dachte, da wäre ein Eingang, wo ich dann natürlich nicht reinkomme. So, dann machen wir erstmal wieder erneut versuchen und laden nochmal neu. Und laden nochmal neu und gucken mal, wo wir da rauskommen. So, das Laden wird ja jetzt wahrscheinlich wieder ewig dauern. Oh, doch nicht. Angenehm. Äußerst angenehm. Und? Hier sind wir wieder. Wo sind wir jetzt hier? Ah ja. Ich weiß, wo wir sind. Einmal umdrehen bitte. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Und hier wollen wir rein. Hier wollen wir rein. Hallo? Öffne dich. Das gibt's doch nicht. Das Tor öffnet sich nicht mehr. Wunderbar. Ja, wunderbar. Herrlich. Ein Traum. Nun gut. Wir kommen also nirgendwo mehr rein. Das heißt, wir müssen hier also irgendwo einen Eingang finden. Ja. Eine schöne Aussicht, liebe Freunde. Wir werden einen Eingang finden, aber erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Adrift. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, mit am Start, wenn wir hier durch den Weltraum jagen und endlich nach Hause kommen, zur Erde. Macht's gut und ciao, ciao, euer Valerius.